Hallo und herzlich willkommen bei Einfach Backen. Mein Name ist Marcel Paar und heute stellen wir erst Augustwecken her. Wir brauchen dazu Mehl, Hefe, Milch, ein Ei, Butter und Salz. Dann im Anschluss lassen wir uns das auf kleiner Stufe rühren, also das Ei, die Milch, die Hefe und das Mehl. Butter und Salz geben wir erst später bei. Ja, heute stellen wir erst Augustwecken her. Das ist ein typisches Schweizer Gebäck, das wir zum Nationalfeiertag herstellen, der am 1. August stattfindet. Ich zeige euch da für die Österreicher Freunde und die deutschen Freunde natürlich noch eine andere Alternative, denn wir schneiden hier klassischerweise ein Schweizer Kreuz rein. So, jetzt haben wir uns den Teig circa 5 Minuten auf kleiner Stufe geknetet. Jetzt habe ich dem Butter und das Salz beigegeben. Da kann sich eigentlich der Teig besser entwickeln, sagt man, wenn man die Butter und das Salz noch nicht beigibt. Aber ihr könnt natürlich auch, wenn es euch zu umständlich ist, alles von Anfang an beigeben. Das spielt nicht so eine große Rolle. Man sieht hier, der Teig wird natürlich noch weicher, wenn man jetzt die Butter wird langsam weich und wird darunter gezogen. Ich helfe da gerne noch ein bisschen nach auf der kleinen Stufe. Und wenn das dann schön gemischt ist, können wir die Stufe erhöhen zwischen, ja, auf der KitchenAid ist es jetzt zwischen 6 und 8. Man muss da ein wenig aufpassen, denn die KitchenAid macht sich gerne selbstständig auf dem Tisch und nicht, dass die dann noch vom Tisch runterfällt, wenn da der Widerstand zu groß ist in der Teigmaschine oder in der Rührmaschine. Das ist Weizenmehl, das habe ich noch vergessen zu sagen, Weizenmehl, und ich zeige euch jetzt ein paar Tipps und Tricks, was ihr da beachten müsst bei der Teigherstellung mit Weizenmehl. So, jetzt haben wir den Teig circa im Schnellgang circa 10 Minuten geknetet, kurz 5 Minuten langsam und dann nochmal 5 Minuten schnell. Man sieht, es ist noch so eine klebrige Masse. Der Teig löst sich zwar schon schön vom Kesselrand, aber er klebt noch. Und jetzt ist er schön plastisch, er sollte wirklich einen Klumpen geben. Das zeige ich euch da. Jetzt ziehe ich den so auseinander, soweit es geht. Und wenn man so ein Fenster bekommt, man sagt, man sollte durch das Fenster hier Zeitung lesen können. Wenn man den so schön ausziehen kann und er wird immer dünner, dann ist der Teig perfekt. Dann sieht man wirklich, dass er gut geknetet ist. Viele machen das Problem, dass sie den Teig zu früh nehmen, also nicht schön auskneten, und das gibt dann eher gedrungene kleine Gebäcke. Ihr müsst euch das vorstellen, das ist jetzt wie eine Art ein Luftballon für den Teig. Also es entsteht ja dann Kohlensäure und Kohlendioxid durch die Hefe. Und wenn sich das ausdehnt, hält eigentlich der Teig das zurück. Darum gibt es ein schönes Volumen daraus. So, dann habe ich den Teig ca. 15 Minuten bis 20 Minuten stehen lassen, durch 4 geteilt und mache mir jetzt da so runde Ballen, ja, die arbeite ich auf. Man sagt eben aufarbeiten und lege sie auf den Tisch. Man hat gesehen, ich nehme die Hände zusammen und drehe sie mir auf den Tisch. Drücke sie ein wenig flach und lasse das Ganze circa 20 Minuten bei Raumtemperatur stehen. Gehe dann mit dem ganzen Blech für 15 Minuten in den Kühlschrank und danach streiche ich mir das Ganze mit Ei an. Man sieht, sie sind jetzt schön aufgegangen und sie sind wirklich schön rund geblieben. Sie laufen nicht flach, wir haben keine flachen Böden, sie gehen wirklich schon jetzt schön auf. Das ist der Grund, wieso dass der Teig schön ausgeknetet ist. Der Grund, warum wir die noch uns kühlen, ist ganz einfach, damit sie im Ofen schön Power haben, schön aufgehen, dass wir eine schöne Rissbildung haben. Und es geht natürlich auch jetzt viel einfacher zum Schneiden. Ich habe schon angetönt, wir schneiden da ein Schweizer Kreuz raus.
Das zeige ich euch jetzt in der nächsten Sequenz. Da nehmen wir eine Schere. Fangen unten an, machen zwei parallele Striche, oben auch. Links und rechts, das Schweizer Kreuz bietet sich natürlich an, ist eher ein einfaches Wappen von dem her. Für die Deutschen und die Österreicher würde das eher schwierig werden. Oder man könnte den Teig einfärben, ja, warum nicht? So, jetzt zeige ich euch das nochmal, wie ich die geschnitten habe. Ich wiederhole nochmal, den Teig wirklich schön auskneten. Zuerst langsam 5 Minuten, dann ca. 8 bis 10 Minuten auf einer höheren Stufe. Danach lassen wir uns den Teig zwischen 15 und 20 Minuten in der Küchenmaschine liegen, dass er aufgehen kann. Wägen ihn ab, portionieren ihn und arbeiten ihn rund auf. Nochmal 15 bis 20 Minuten stehen lassen, damit die einzelnen Stücke aufgehen können. Und danach nochmal 15 Minuten in den Kühlschrank, damit sie schön fest werden. Dann anstreichen und schneiden. So. Und jetzt zeige ich noch eine Variante für die Deutschen und für die Österreicher, damit sie eine Art Semmel oder Brötchen bekommen. Hier einfach einmal einschneiden, zweimal einschneiden, dreimal und viermal übers Kreuz. Das geht dann schön auf und gibt eine schöne Semmel. Dann direkt in den Ofen zwischen 15 und 20 Minuten, je nachdem, bis sie wirklich schön goldgelb gebacken sind, bei 200 Grad. Entschuldigung, kurze Korrektur, natürlich nicht 15 bis 20 Minuten backen, sondern 20 bis 30. Tut mir leid. So, das war's mit diesem Video. Hier könnt ihr euch das Endergebnis noch betrachten. Ich verabschiede mich, wünsche euch ein schönes Wochenende. Falls ihr Fragen habt oder mehr Brot oder solche Sachen sehen wollt, schreibt es mir in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Oder falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Mal, euer Marcel.